Guten Abend! Guten Abend, Bürger! Hofin! Guten Abend, Herr Beck! Hofin, was machen Sie? Was machen Sie mit Ihrem großen Gerät hier? Ist das ein zerlegtes Atomkraftwerk? Fassen Sie das ja nicht an. Das ist alles Hightech. Das muss ich kontrollieren. Hightech, haben Sie irgendwas genommen? Hier, Made in Japan. Was? Sind das Reste von Fukushima? Um Gottes Willen, das ist der Barbecue Premium 1000. Das ist der erste Smart Grill der Welt. Ja, den kann ich per App mit meinem iPhone bedienen. Ehrlich, ja. Ja. Hier, der hat 4 stufenlos regelbare Räucherbrenner mit 2 kW Nennleistung, ein Edelstahl-Bedienfeld mit Soft-Touch-Reglern und einen Drehspieß mit 100 PS Elektromotor. Kann der auch grillen? Ja, ja, kann er. Ja? Ja. Das ist irre. Dieser Grill hat sogar GPS. Nein. Doch. Der sagt einem dann, Ihr Würstchen, wenn möglich, bitte wenden. Ehrlich mal. Ich sage Ihnen, Heerscharen von argentinischen Rindern würden freiwillig zum Metzger laufen, um auf diesem heißen Ofen gegrillt werden zu dürfen. Entzückend, aber so Riesengerät ist das nicht ein bisschen groß für einen Personenhaushalt? Ich habe 6 Stück davon. Ach, wollen Sie Kalm und Altmaier und Gabriel zugleich zum Essen einladen? Die sind fürs Sommerfest vom Kanzleramt. Ach so, das Sommerfest. Ja, ja. Das Sommerfest, das fällt aus. Bitte? Was? Weswegen denn? Terrorwarnung. Gottes Willen, habe ich was verpasst? Ein anonymer Anrufer warnt vor einer Sprengung. Wahrscheinlich vom Rasen. Sehr witzig. Aber wann ist denn der Anruf eingegangen? Der wird gleich eingehen. Sind Sie Hellseher? Ich bin der Anrufer. Sie? Ja. Oh. Ali bin Bölk. Hm? Wo ist denn Ihr Sprengstoffgürtel? Ich muss dieses Sommerfest verhindern. In Deutschland gibt es keinen Grund zum Feiern. Die Situation ist viel schlimmer als die Lage. Ach, hören Sie mal auf. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Hm? Das sagen Sie? Nein, das hat Wolfgang Schäuble gesagt. Bei mir im Dienstwagen. Herr Frohwin, die Lage ist bombig. Ja. Vor allem, weil wir jetzt wieder in alle Kriege ziehen. Ach, Herr Böck, wir haben die höchsten Steuerüberschüsse in diesem Land seit Jahren. Unsere Jungs sind Handball-Europameister. Xavier Naidu singt nicht für den Eurovision Song Contest, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Wo haben Sie sie denn versteckt? Was denn? Die Werbebroschüre von der Bundesregierung. Ach komm, jetzt hören Sie mal. Das ist so typisch für Sie. Wenn mal die Sonne scheint, dann freuen Sie sich nicht, sondern schwadronieren über die Klimakatastrophe. Die Welt steht vor dem Abgrund, Frohwin! Ja, aber morgen sind wir einen Schritt weiter. Und bis dahin wird gefeiert. Ja, und Sie organisieren auch noch diese teure Fressfete. Was sollte ich denn machen? Ich wurde gezwungen. Mit Gewalt? Mit Geld. Ach so. Die Einladungen sind raus. Wer ist denn so geladen? Naja, die üblichen Verdächtigen. Also Politiker, Adel, Industrielle. Kohleträger. Bitte? Banker. Mein Scherz. Und was ist mit dem kleinen Mann? Keine Sorge, Sie dürfen auch kommen. Bleibt die Elite wieder unter sich. Ich rufe an. Ja, wen denn eigentlich? Na, mich. Von diesem Prepaid-Handy hier. Ich kündige jetzt den Anschlag an. Mit verstellter Stimme. Ach, kommen Sie, Herr Böck, machen Sie sich nicht unglücklich. Sie fliegen auf, wie dieser Trittbrettfahrer da in München, der an Silvester angerufen hat. Im Auftrag des IS. Wie ist denn der aufgeflogen? Der hat breites Sächsisch gesprochen. Ja. Das hört man doch richtig. Ja. Schönen guten Tag. Ich möchte einen gefährlichen Anschlag melden. Ich bin der Ali, bin Sachse vom Islamischen Staat. Mit dem Sächsischen müssen Sie ja, aber noch üben. Sie wissen ja, Unterkiefer vorschieben mit Ralf üben lassen, aber. Kein Recht. Ja. Bei Rächen müssen Sie aufpassen, das wird feucht. Nee, Frohwin, da kann mir nichts passieren. Ich bin kein Sachse, ich bin Preuße. Ja, ja, Sie sprechen astreines Hochdeutsch wie jeder Dschihadist. Frohwin, veralbern Sie mir das Sächsische nicht. Sächsisch ist eine Weltsprache. Moment.
Warum da die ganzen Berliner klatschen, weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja? Aber Sie müssen mir mal sagen, wo ist denn Sächsisch eine Weltsprache? In Leipzig. Schnitt! Ja. Im letzten Jahr, wissen Sie, ich hatte gar keine Rückenschmerzen, war aber eingeladen zu einer Kreuzfahrt. Sie kennen das Problem. Und die Reise, ich weiß es wie heute, war kurz vor Weihnachten, die Reise ging nach Vietnam. Ja? Oder wie der Sachse sagt, nach Vietnam. Ja? So, als hätten die es fit erfunden. Ja? So, und früh um 6, ja, es war noch Dems, schlechte der Kahn. Sie wissen, was Dems bedeutet? Ja. In Halle weiß man, was Dems bedeutet? Na, da bin ich froh, sie, es gibt Gegenden, da ist das ein Fluss. Ja. Ja. Ja, ja, ja. So, ja, pass auf. Wie gesagt, sei gönn. Früh um 6, mit Emma sehe ich, links stehen am Kai zwei Kräne. Was steht da drauf? Nein, Kirov. Wo, liebe Hallenser, wurden Kirov-Kräne hergestellt? Leipzig. Also, und was soll ich Ihnen sagen? Die Kräne funktionierten. Ja, nach 25 Jahren. Ja, ja, ja. Auf opferungsvollen Kampfes für die befreundete Republik Vietnam. Ja? Und Sie haben es gerade richtig gehört, befreundete Republik, nicht Dritte Welt. Ja? So haben wir gedacht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also für mich hatte sich die Reise schon gelohnt, sag's ganz ehrlich. Und am nächsten Tag ging eine weitere Reise, natürlich gegen geldwerte Mittel, mit dem Omnibus in die alte Kaiserstadt Hue. Ja? Da sagt der Sachse erst Hue. Und dann denkt er, Hue. Warum nicht? So. Und der Reiseleiter, Führer darfst du ja heute nicht sagen, der vietnamesische Reiseleiter, ja, der musste aufpassen. Der vietnamesische Reiseleiter sprach wirklich ausgezeichnet Deutsch. Und natürlich fragten dann bundesrepublikanische Mitreisenden, wie kann es sein, guter Mann, dass Sie über ein so ausgezeichnetes Deutsch verfügen? Und der, als hätte der nur, ja, die reden dort so, ich kann da auch nicht dafür, ja. Ja. Und als hätte der nur drauf gewartet, wie aus der Pistole geschossen. Ich habe gelernt in der DDR, ja, in der Maschineanlagemonteur, 3 Jahre Facharbeiter. Ich habe gelernt in der Chemnitz, ja, heute heißt Chemnitz, damals die Karl-Marx-Stadt, weiß ich, ja. Ja. Ich habe Facharbeiter gelernt, ich kann Beruf, habe ich Beruf, kann Familie ernähren. Ich danke allen Menschen von DDR und der Erich Honecke. Ja? Ist noch jemand hier von DDR? Ja, hab ich mit. Ja. Ja. Leute, Leute, ich mach's kurz. Wir haben die Leute ins Land geholt, haben sie ausgebildet und dann in ihre Heimat zurückgeschickt, damit sie dort den Wohlstand mehren. Das war eine verantwortungsvolle Politik. Was hier passiert, ist Irrsinn. So. Macht's gut! Entwicklungshilfe. Wissen Sie, was für mich Entwicklungshilfe ist? Man nimmt das Geld von den Armen in den reichen Ländern und gibt es den Reichen in den armen Ländern. Ja, ja, Herr Bölk, Sie können mir jetzt aber bei der Entwicklungshilfe dieses Sommerfestes behilflich sein. Jetzt fassen Sie mal mit an. Ja. Super, wirklich. Wir haben echt noch was zu tun. Hier kommen die 6 Grillstationen hin, da drüben die Antipasti-Strecke für die Frauen und als Flying-Buffet gibt's Fingerfood. Kannibalen kommen auch? Ach, bitte. Stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie aussehen. Sie werden doch wohl wissen, was Fingerfood heißt. Ja, scheiße, ich werd nicht satt. Und wissen Sie, was nach dem großen Fressen kommt? Das große Kotzen. Nein, Conchita-Wurst. Sag ich doch. Und dann, Frohwin, schiebe ich die Leinwand vor. Na Moment, wir zeigen keine Filme, wirklich. Nee, aber Fußball, wenn ihr Fest stattfindet, ist EM im Fußball. Verstehen Sie? Und wenn dann Ihre Gäste auf diesem Grill die aufgereihten Grillhaxen sehen und die schönen kleinen Hähnchenbeine, dann sagen sie, guck mal, 4er-Kette, scheiße, Fußball, wo ist die Leinwand? Schiri, das war ein Foul. Das musst du doch sehen, Schiri. Schiri, wo hast denn deinen Hund?
Bitte? Ein Blinder ohne Hund. Schiri, der zerkloppt mir meine ganze Geldquelle. Ja, ach Mensch, also jetzt wird's doch langsam geschäftsschädigend. Entschuldigung, das ist meiner da. Hm. Da irren Sie sich. Der Gefaulte da ist meiner. Ach Gott, jetzt sehe ich das. Ja, Sie haben recht. Entschuldigung, Entschuldigung, der gehört gar nicht mir. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich kann da meine auch nicht mehr auseinanderhalten. Hm. Hier von meinem Afrikaner weiß ich gar nicht, wie er heißt. Bembam, Bumbu, Bambu. Ja. Nee, Nukumbolu heißt er. Nukumbolu. Er war ein Schnäppchen vom Wühltisch Angola. Ja. Aus Angola kaufe ich überhaupt nicht mehr. Was? Nein. Was machen Sie? Angola kaufe ich gar nicht mehr. Wo kaufen Nein, Sie nur noch Kamerun und Côte d'Ivoire. Wo? Na ja, Elfenbeinküste. Die sprechen wenigstens Französisch. Ich sage immer, dass die kein Deutsch verstehen, ist doch gut für die Verträge, aber Sie haben recht. Angola ist Resterampe für Fußball. Mhm. Hier, von meinem da, sehen Sie mal, der Schwarze da. Sehen ja. Sie, der war mal, der hatte Zwillingsbruder, aber der Zwillingsbruder ist kurz vorm Abflug in Angola auf eine Mine getreten. Und ohne Beine ist ja schlecht Fußball spielen. Ja, 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 ja. Nein, Spielervermittler ist ja doch auch ein Risikojob. Ja, zum Glück konnte ich den mit den Appenbeinen noch weiter verhökern. An die Schachbundesliga. Nee, an die Paralympics. Da waren die Flugkosten wenigstens wieder rein. Ja, man, die Leute machen sich ja gar keinen Begriff davon, wie risikobehaftet das ist, mit menschlichem Kapital zu handeln. Ja, ja. Ich meine, also, so Fußballspieler müssen doch richtig rein investieren. Den können sie sich einfach nutzen, out of the box. Out of was? Den müssen Sie doch erstmal einem europäischen Markt zuführen, um ihn dann in der Wertschöpfungskette behalten zu können. Ja, Sie haben recht. Ich kaufe keine Afrikaner mehr. Mhm. Koreaner sind besser. Ja, viel besseres Body-Benefit. Was ist es? Die sind körperlich robuster. Ja, und den Afrikaner musst du immer so, um die unterscheiden zu können, so dicke goldene Ketten umhängen. Nee. Das stimmt ja, der Satz, der Afrikaner hat nichts zu verlieren als seine Ketten. Ja. Aber ich sage Ihnen, bei Europacup-Spielen in Osteuropa sind Afrikaner sehr gut geeignet. Ja. Bei den funzlichen Flutlichtanlagen, da sind die im gegnerischen Strafraum schwer zu erkennen. Naja, Entschuldigung. Naja, das mag ja sein. Na, kommen Sie. Ja. Aber wenn er lacht, ist doch die ganze Tarnung im Arsch. Schiri! Schiri, der blutet, der muss da runter. Der versaut uns doch den ganzen Rasen. Das ist den Zuschauern nicht zuzumuten. Man ist ja irgendwo human. Ja, um nicht zu sagen menschlich. Ja, das denkt man von uns Spielervermittlern gar nicht. Nein, da haben wir doch wirklich eine wichtige Funktion. Ich meine, ohne unsere Frischfleischzufuhr, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, hätten wir noch einen Weltklasse-Spieler in der Nationalmannschaft? Ne? Oder nehmen Sie die Schweiz, jetzt wollen die keinen mehr reinlassen? Bei 11 Spielern in der Nationalmannschaft, da sind 7 eingereist. Na, der Rest reicht doch noch für Tischfußball. Ja, ja. Wir tun auch was für die Völkerverständigung. Mhm. Dank uns kann man bei Fußballreportagen nicht mehr unterscheiden, spielt da die Weltauswahl oder die Bundesliga. Ja. Bimbao, ab auf Ischiawilli, der ab auf Cravaldo, ab auf Alcardi. Schuss gehalten von Langfingfang. Schiri, es war schon wieder ein Foul. Du musst den ermahnen. Du musst den ermahnen. Wie, der versteht kein Deutsch. Dann zeig ihm den Effenberg. Ja, meine Güte. So schnell kann man doch überhaupt gar kein Spielermaterial nachkaufen, wie das einem jetzt zerkloppt wird. Mensch, das war eine fiese Blutgrätsche. Meine Güte, ja, das ist eine rote Karte. Wie, die hast du nicht mit? Ja, mein Gott, dann zeig ihm die rote Zunge. Den Schiedsrichter sollte man sich mal kaufen. Ja, am besten ausländische Schiedsrichter aus Diktaturen. Ja, die wissen, wie man es macht, dass alles nach einer Pfeife tanzt. Hm. Nämlich nach unserer. Hm. Schiri, Telefon! Jetzt geht er wirklich ran. Also, das gibt's doch nicht. Sagen Sie mal, Herr Frohwin, wen haben Sie denn noch eingeladen zu Ihrer Fressfete? Doch nicht etwa Frauke Petri. Machen Sie das nicht. Die Frau ist so rechts, die 7-mal durch die Moped-Prüfung gefallen, weil sie sich geweigert hat, links abzubiegen. Ja. Sie müssen sich keine Sorgen machen, Herr Böck, die Radikalen habe ich aussortiert. Ach, die CSU kommt auch nicht. Nein, denen habe ich eine falsche Wegbeschreibung geschickt. Wenn Sie der folgen, dann landen die bei einem Flüchtlingsheim in Köpenick. Und übrigens, Ihre Freunde da aus dem Ostblock, ja, die Botschafter der ganzen EU-Osterweiterungsländer, die habe ich da gleich alle mit hingeschickt.
Ist doch unglaublich, was im Moment passiert. Die Polen, da kassieren die über Jahre Subventionen über Subventionen aus Brüssel. Und dann muss man sich von denen beschimpfen lassen als Europäer, als ein zweites Moskau, nur weil man sie höflich daran erinnert, dass Presse- und Meinungsfreiheit zu den elementaren Grundwerten der Europäischen Union gehören. Atmen Sie mal wieder aus. Herr Frohwin, wenn Sie jeder Botschaft, die eine missliebige Regierung hat, eine falsche Wegbeschreibung schicken, kommt am Ende hier kaum noch einer an. Das ist doch wunderbar. Dann brauchen wir weniger Grillgut. Ja, und da fällt mir ein, vorm Flüchtlingsheim in Köpenick ist ein Massenauflauf von Polen, Ungarn und Slowaken. Das stimmt, ich sollte sie besser nach Neukölln schicken. Da fallen sie zwischen Russen und Türken nicht weiter auf. Ja, stimmt. Und ich werde ihm mal sagen, anstatt hier so ein teures Grillfest zu organisieren, ja, da schaffen Sie ein diplomatisches Waterloo. Soll ich Ihnen mal was sagen, Herr Böck, bei diesem Sommerfest, Sie sind nicht im Mindesten konstruktiv. Sie sind ein politischer Geisterfahrer. Sie fahren doch ständig in die falsche Fahrtrichtung. Sie schicken doch falsche Wegbeschreibungen raus. Die Merkel ist sehr froh, wenn sie sich nicht mit diesen Vollpfosten abgeben muss. Außerdem ist das allemal besser, als dieses Fest in die Luft zu sprengen. Ich sprenge nicht, ich rufe nur an. Außerdem geht es mir nicht um die Leute hier, die hier falsch erscheinen, sondern um das viele Geld, was das kostet. Mit dem Geld können Sie in Griechenland hunderte Hotspots für Flüchtlinge bauen. Ich bin doch für Einsparungen zu haben. Machen Sie einen konstruktiven Vorschlag. Grillgut haben wir hier. Bitte, wir haben Grillgut im Kanzleramt? Ja, jede Menge Kohle. Und kleine Würstchen laufen auch überall rum. Herr Böck, konstruktiv. Ja, die Flaschen haben wir auch. Ach komm, da kann man doch nur mit Willy Brandt antworten. Wer 4 oder 5 Flaschen im Keller hat, hat relativ wenig. Wer 4 oder 5 im Kabinett hat, hat relativ viel. Wir können Geld sparen. Wir können sich das ganze Geld sparen. Wenn wir früher Feten organisiert haben, was haben wir da gemacht? Wir haben gesagt, jeder bringt was mit. Ach, hören Sie doch auf, das kenne ich doch. Was hat man am Ende? Nur Nudelsalat. Ja. Da gibt es einen Riesenkrach zwischen Amerikanern und Russen. Wegen Nudelsalat? Dann haben wir hier nachher wegen eines heißen Wortgefechts einen kalten Krieg ausgelöst? Wegen Nudelsalat? Ich kann mich dem nicht so richtig anschließen. Ich habe schon irgendwie meine Zweifel. Ich hätte auch nicht unbedingt jetzt einen neuen kalten Krieg gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Konfrontation zwischen Russland und dem Westen, schon wieder kalter Krieg. Wir haben doch in den 80ern kalten Krieg erlebt. Ich komme aus dem Rheinland, auch im Westen war kalter Krieg nicht schön, ich kann es Ihnen sagen. Nicht, was da alles Schlimmes aufkam in der Zeit, in den 80ern, im kalten Krieg. Pershing 2-Raketen, eine SS-20 oder diese eine ganz schlimme Sache hier, BAP. Ja. Das können sich viele gar nicht mehr vorstellen. Gerade jüngere Leute, ich sag denen immer, wenn junge Leute, wenn ihr mal nachvollziehen wollt, wie sich für uns kalter Krieg angefühlt hat, versucht einfach mal Sex zu haben, während im Hintergrund verdammt lang herläuft. Aber ich frag mich, muss man das jetzt? Muss man das jetzt immer weiter anheizen? Muss das wirklich immer weiter eskalieren? Ist es wirklich sinnvoll, wenn dann die USA und die Ukraine im Schwarzen Meer vor der russischen Küste ein Manöver durchführen? Das ist doch eine Provokation, ja? Und ist es auch sinnvoll, Herr Major, wenn unser Bundespräsident dann am Gedenktag 75 Jahre Zweiter Weltkrieg ausgerechnet die Russen kritisiert? Ist das das richtige Wort zur richtigen Zeit? Ich weiß es nicht. Ich verstehe den Gauck natürlich irgendwie. Nicht? Der Gauck ist natürlich gewissermaßen noch als Bundespräsident auf der Suche. Nach dem einen Satz. Es muss ja jeder Bundespräsident in Deutschland muss einen wichtigen Satz sagen. Ein Satz reicht aus. Aber den muss er sagen. Ne? Alle Bundespräsidenten haben einen Satz gesagt. Roman Herzog. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Richard von Weizsäcker. Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung. Heinrich Lübke. Meine Damen und Herren, liebe Neger. Alle hatten einen Satz. Wolf. Selbst Wolf hat es geschafft. In seiner kurzen Amtszeit hat einen wichtigen Satz gesagt. Der Islam gehört zu Deutschland. Natürlich, der hat es hinbekommen. Johannes Rau. Ein Satz. Und zwar war das, bei Rau war es der Satz, fröhliche Weihnachten auch von meiner Frau. Ja? Der Gauck sucht noch, klar. Aber ob jetzt wirklich Russland da das richtige Thema ist? Ich meine, ich bin jetzt kein Putin-Fan. Nicht, dass Sie das falsch verstehen. Ich traue dem überhaupt nicht. Ja, ich glaube, der geht ganz kalkuliert, gezielt geht er vor, der schafft einfach Fakten in der Ostukraine. Man kennt auch inzwischen das Prinzip. Nicht, er prescht auch immer rhetorisch vor, sagt irgendwas, vor dem sich alle erschrecken, dann rudert er zurück, sagt, war nicht so gemeint und die Welt denkt, ach ja, ist ja doch ein netter Kerl. Ne? Sowas wie zum Beispiel der Satz, wenn ich wollte, könnte ich in 2 Wochen Kiew einnehmen. Und dann hieß es einen Tag später, der Satz war aus dem Zusammenhang gerissen. Das war keine Drohung.
Ich kann mir jetzt irgendwie keinen Zusammenhang vorstellen, in dem das keine Drohung sein könnte. Ich weiß nicht, wissen Sie irgendwas? Ich finde es schwierig. Aber ich meine, man kennt auch seinen Umgang mit Gegnern im Inneren. Nicht Pussy Riot zum Beispiel, das haben viele offenbar auch schon wieder vergessen. Da waren diese jungen Musikerinnen 20 Monate im Gefängnis in Russland. 20 Monate Lagerhaft, nur wegen ihrer Musik. Und bei uns macht Helene Fischer seit Jahren, was sie will. Ja? Ich meine ja nur, um sich nur mal die Unterschiede klar zu machen. Da klatschen aber nicht alle, das habe ich sehr genau registriert. Helene Fischer-Fans? Ja? Nee, gut, lassen wir es offen. Nein, nein, muss sich keiner outen hier. Was kann man machen? Sanktionen, natürlich Sanktionen. Aber da jammert wieder die deutsche Wirtschaft. Da sagen die, gut, dann aber bitte Sanktionen, die uns nicht wehtun. Ist schwierig. Die Landwirte beschweren sich schon, klar, auch Putin kommt jetzt an mit Sanktionen. Zum Beispiel haben wir Deutschen früher pro Jahr 19.000 Tonnen Käse nach Russland geliefert. Und da sind die Statements von Gerhard Schröder noch nicht mitgerechnet. Ja? Davon fällt jetzt ein großer Teil weg. Dann ist die Frage, wie ist das mit Überflugrechten? Oje, oje, wie ist das mit dem russischen Gas? Ein Drittel unseres deutschen Heizgases kommen aus Russland. Das kann ganz schön kalt werden im Winter. Ja, vielleicht muss man es so machen. Also Streit mit Putin ja, aber nur in den Monaten ohne R. Vielleicht ganz pragmatisch. Vielleicht muss man so. Ne, wie, also beim Gemüse geht es doch auch. Ja, dann machen wir es einfach saisonal. Also ab September ist er wieder Demokrat. Ja, so kann man. Im Sommer Hitler, im Winter Demokrat. Das geht. Oder was kann man sonst machen? Kann man sonst irgendwas machen? Was hat der Spiegel eigentlich genau damit gemeint, als er im Sommer getitelt hat, stoppt Putin jetzt? Und im Hintergrund dann die Fotos von den Opfern des MH17-Absturzes. Was haben die sich dabei gedacht? Haben die sich überhaupt was dabei gedacht? Der Spiegel ist auch inzwischen die Zeitung für Leute, denen die Bild-Zeitung zu differenziert ist. Ja, oder? Ich weiß, was sollte das bitte? Ich würde mich ja freuen, wenn wir im Westen aus einer moralisch überlegenen Position heraus Russland kritisieren könnten. Ich fürchte, wir können es nicht. Was war denn zum Beispiel 1988, als ein amerikanisches Kriegsschiff aus Versehen eine zivile Maschine der Iran Air abgeschossen hat über den Persischen Golf? Ja, aus Versehen, abgeschossen. Wie war die Reaktion des damaligen amtierenden Präsidenten George Bush Senior? Die Besatzung des Kriegsschiffes hat absolut vorschriftsgemäß gehandelt. Bis heute gibt es keine offizielle Entschuldigung. Und können Sie sich auch alle an die Sanktionen erinnern, die damals Amerika so schrecklich gebeutelt haben, so schrecklich heimgesucht haben? Nee? Komisch, ich auch nicht. Das ist das Problem. Nein, ich glaube, es ist einfach nicht glaubwürdig. Wenn die Amerikaner was von Völkerrecht erzählen, es ist immer ein bisschen ulkig. Ich kann es nie so richtig ernst nehmen. Die sind in den Irak einmarschiert, die haben Afghanistan platt gemacht, die haben immer noch Guantanamo, die führen einen Drohnenkrieg, die sind in 142 Staaten der Welt militärisch präsent. Wenn die was von Völkerrecht erzählen, ist es halt leider so, als würde man mit runtergelassenen Hosen mitten im Puff stehen und brüllen, gibt's eigentlich überhaupt keinen Anstand mehr in dem Laden hier. Vielen Dank. Sagen Sie mal, Herr Bölk, warum sind Sie eigentlich immer ein solcher Miesepeter? Bin ich überhaupt nicht. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Nein, das sind Sie nicht. Doch. Auch jetzt. Sie haben doch irgendwas. Was habe ich? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber sind Sie kaltschweißig? Was bin ich? Irgendwie sind Sie doch kaltschweißig. Kaltschweißig? Natürlich, Sie haben doch hohen Blutdruck, das merke ich. Das merke ich bis hier. Sie haben irgendwie Herzrasen. Sie haben auch ganz rote Flecken am Hals. Was habe ich? Ja, irgendwas ist mit Ihnen. Woher wissen Sie das? Ja doch, ich habe doch gerade ein Seminar gemacht, einen Workshop. Umgang mit negativem Stress, was tun? Sie haben Stress? Ja, na klar. Sie sind Fahrer von Frau Merkel. Wie sollen Sie da Stress haben? Der einzige Stress, den Sie haben, ist, wenn Sie mal einen Stau geraten auf der Autobahn und dann lehnen Sie sich zurück und sagen, ich kenne den Unterschied zwischen einer Schlange auf der Autobahn und einer Schlange im Dschungel. Bei der Schlange auf der Autobahn, da ist das Arschloch vorn. Sonst sitzen Sie nur rum, wie sollen Sie da Stress kriegen? Herr Bölk, ich habe den ganzen Tag mit Ihnen zu tun. Das reicht für jede Krankenkassenmaßnahme. Ja, 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 ja. Außerdem, da haben die mir in diesem Workshop gesagt, das ist ganz wichtig, dass man den negativen Stress überhaupt gar nicht erst zulässt. Nicht zulässt? Nein. Ich habe hier andauernd fast jeden Tag mit diesem hyperaktiven Frettchen aus Bayern zu tun, diesem Seehofer. Wie soll ich das Stress abbauen? Ach, Sie müssen das mit der Atemtechnik üben, ja? Wichtig ist, annehmen und ausatmen. Den negativen Stress annehmen und ausatmen. Das sind Übungen für gestresste Grundschullehrerinnen.
Schlechte Laune gehört beim Pförtner am Kanzleramt zum guten Ton, zum Berufsbild. Ich muss den Leuten doch hier erstmal beibringen, wie sie sich zu betragen haben. Ja, aber genau das sagen im O-Ton Grundschullehrerinnen nach 20 Berufsjahren. Ja? Wenn die 20 Jahre versucht haben, Assi-Kindern aus sozialen Brennpunkten beizubringen, dass die wenigstens mal für Sekunden die Klappe halten, das zermürbt. Da geht nur noch annehmen und ausatmen. Machen Sie mal mit. Annehmen und ausatmen. Annehmen und ausatmen. Herr Frohwi, das klappt. Jetzt weiß ich, was die Frau Merkel alles unternehmen muss, um sich den Seehofer vom Hals zu halten. Also, wenn Sie unser Verhältnis unbedingt mit Merkel und Seehofer vergleichen müssen, dann bin ich aber Frau Merkel. Ach, und ich bin wohl wieder Seehofer. Annehmen und ausatmen. Ausnehmen und anatmen. Was soll das? Das ist die Finanzamt-Variante. Oh, Mensch, ausnehmen und anatmen. Können Sie bitte einmal aufhören, meine Bemühungen zu torpedieren? Ich möchte einfach nur ein schönes Betriebsfest feiern. Schön und Betriebsfest schließen sich aus. Ach. Das passt nicht zusammen. Außerdem, wenn Chefs noch mitfeiern, dann ist es eine kollektive Katastrophe, ein Super-GAU. Weil nämlich alle Mitarbeiter immer aufpassen müssen, dass sie nicht auf ihrer eigenen Schleimspur ausrutschen. Ach, Sie übertreiben doch wieder maßlos. Mit gehöriger Alkoholzufuhr werden selbst Sie locker. Ach, außerdem ist das hier alles nicht seriös genug geplant. Herr Tölk. Da will man einmal beweisen, dass man ein bisschen Gemeinschaftsgefühl organisieren kann. Da möchte man einmal ein bisschen aus dieser Lethargie ausbrechen. Da möchte man einmal beweisen, dass man es gut meint. Herr Frohwin, gut gemeint ist die kleine Schwester von Scheiße gemacht. Herr Bölk, Sie sind wirklich, wie soll ich sagen, Sie sind ein destruktiver Querulant. Na und? Auch Querulanten können positive Impulse setzen. Annehmen und ausatmen. Annehmen und ausatmen. Ich erzähle Ihnen etwas über meine Nachbarin, die Conny. Die Conny, die hat ganz schwierige Probleme mit Männern. Aber was Technik angeht, da ist sie wirklich absolut up to date. Conny liebt Computer mit allem drum und dran. Sie steht auf IT, auf Bits und ROM und RAM. Sie hat auch einen Mann lieb, das ist echt kein Scherz. Für sein schnelles Laufwerk und sein Megaherz. Doch aktuell, da gibt es mit ihm ein Problem. Er hat halt nicht das neueste Betriebssystem. Da hat sie ihm eröffnet, tut mir leid, mein Schatz. Ich brauch mal einen Partner mit mehr Speicherplatz. Oh. Conny braucht ein Update, weil es mit ihrem Kerl bergab geht. Weil da nichts mehr abgeht, muss was Neues her. Schon allein sein Outlook, die Haare und die Haut. Guck, da hilft auch kein Facebook, sie liked ihn nicht mehr. Was man ihm auch eingibt, er merkt sich einfach nix. Verdammt, wo hat der Kerl nur seine Memory Sticks? Er prahlt mit einem Bluetooth im Maul seit einiger Zeit. Doch seine Küsse sind nicht wirklich Megabyte. Zwar ist er eine Festplatte, wo mal Haare waren. Doch Conny braucht schon ewig, um ihn hochzufahren. Ehe er sich mal einloggt, pennt er immer schon. Deshalb besorgt sich Conny jetzt eine neuere Version. Oh. Conny braucht ein Update, weil es mit ihrem Kerl bergab geht. Weil da nichts mehr abgeht, muss was Neues her. Schon allein sein Outlook, die Haare und die Haut. Guck, da hilft auch kein Facebook, sie liked ihn nicht mehr. Heute geht sie nicht ins Bett, sie geht ins World Wide Web und sucht nach einem Chat für moderne Frauen. Sie lässt sich zum Verführen was Neues installieren. Was ohne Spam und Viren lädt sie sich down. Oh. Conny braucht ein Update, weil es mit ihrem Kerl bergab geht. Weil da nichts mehr abgeht, muss was Neues her. Schon allein sein Outlook, die Haare und die Haut. Guck, ja, da hilft auch kein Facebook, sie liked ihn nicht mehr. Conny braucht ein Update, weil es mit ihrem Kerl bergab geht. Weil da nichts mehr abgeht, muss was Neues her. Schon allein sein Outlook, die Haare und die Haut. Guck, da hilft auch kein Facebook, sie liked ihn nicht mehr. Da hilft auch kein Facebook, sie liked ihn nicht mehr. Da hilft auch kein Facebook, sie liked ihn nicht mehr. Herr Bölk,
Wir haben wirklich noch dringende Fragen zu klären. Bitte, helfen Nein, Sie mit. Ich mache nicht mit. Jetzt hier. Ich bin im Hummerstreik. Haha, Wortspiel. So, jetzt seien Sie nicht so eine Spaßbremse. Kommen Sie doch mal her. Ich muss unbedingt noch die Dekoration klären. Ich habe ja auch einen Satz Deutschlandfahnen bestellt. Was halten Sie davon? Deutschlandfahnen, das ist gut. Wo haben Sie denn die her? Aus dem Internet. Das ist die Deutschlandfahne. Geht's wieder andersrum? Habe ich was verpasst? Entschuldigung, ja, es ist die Reichskriegsflagge. Wo waren Sie denn da im Internet? Auf www.heimensreich.de? Aber das hier ist doch eigentlich ganz schön. Was halten Sie denn davon? Ja, so ein Tiger-Ententeller? Das geht doch farblich nicht. Wir haben nicht mehr Schwarz-Gelb an der Regierung, sondern Schwarz-Rot. Ach, dann wäre das hier schön. Der Marienkäfer-Pop-Teller. Ja, das ist ein bisschen grün bei. Nein, aber sonst geht's. Und das bringt mich auf was. Was ist mit der Kinderbetreuung? Frau von der Leyen kommt doch auch. Ja, bei der Kinderbetreuung, Herr Böck, da hatte ich ganz einfach an Sie gedacht. An mich? Mhm. Ich habe es nicht mit Kindern. Das will ich schwer hoffen. Aber ich habe es mit Witzen. Ich muss ja wieder das Kulturprogramm machen bei Ihrer Väter. Da muss ich ja wieder Witze erzählen. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem evangelischen und einem katholischen Pfarrer? Beim evangelischen Pfarrer, da hängen die Windeln seiner Kinder hinterm Haus. Beim katholischen im ganzen Dorf rum. Guten Tag. Ich bin der Günni. Wie bist denn du? Welchen Monat bist du denn? Dietmar, sechste Woche. Was, sechste Woche? Da hast du so einen Mini-Bauch. Na, hör mal, in der sechsten Woche, da hatte ich aber schon so einen Oschi, das war so ein Kavenzmann. Ja, da hat ja der Arzt zu mir gesagt, sowas hat er noch nie gesehen. So ein Bierbauch. Was? Nichts. Warst du schon beim Häschelkurs? Noch nicht. Oh Mensch, Dietmar, das musst du machen. Natürlich. Was ist das, Günni, was machst du denn jetzt? Und jetzt mache ich jede Stunde 5 Minuten. Ja. Hör mal, ich habe gehört, der Junge, der lernt schon im Vaterbauch. Verstehst du? Aus dem soll mal was werden. Ein Vettel oder ein Rossberg oder ein Lauda. Noch lauter? Was? Lauter? Ja, ja. Und schneller. Damit der Mini ohne Boxenstopp durch den Kanal flutscht. Bei mir geht alles noch seinen natürlichen Gang. Was? Trabi-Geburt? Hm, bitte? Wann, bis er kommt? Nee, hör mal, pass mal auf. Hier, wir Männer, wir müssen doch dafür sorgen, das Kind im Manne kommt früher. Porsche-Geburt. Was? Ja, mit Speed aus der Garage. Und ab zum TÜV. Aber Herr Böck, ich muss Ihnen sagen, schwangere Männer, wenn das Ziel der Emanzipation ist... Dann werde ich Nonne. Ja. Wissen Sie übrigens, wann die Emanzipation vollendet ist? Wenn auch eine total unfähige Frau ein verantwortungsvolles Amt übernehmen kann. Gibt's doch schon. Ursula von der alten Leier. Unser Flintenweib ist doch gerade oben auf. Oben auf mit ihrem Krieg gegen Terroristen da. Jetzt kann sie ihre Kavallerie endlich mal in ein richtiges Krisengebiet schicken. Ja, aber irgendwas muss man ja schließlich machen gegen den Terrorismus. Jetzt muss man was machen gegen Terrorismus, aber nicht einen sinnlosen Krieg führen. Moment, das ist kein Krieg. Das in Syrien ist kein Krieg? Nein, jedenfalls nicht das, was die Bundeswehr macht. Das hat unsere Granaten-Uschi gesagt. Ja, sie hat gesagt, Krieg kann man nur gegen Länder führen. Das in Syrien ist eine Aktion gegen eine Terrororganisation. Und kein Krieg. Nein. Und wie heißt das da unten, was unsere Soldaten machen? Diskussionen, Veranstaltungen mit sporadischer Waffenbeteiligung? Naja, man kann ja nur auch nicht mit Wattebäuschen auf die Terroristen werfen. Nein, das hat doch die von der Leyen gesagt nach den jüngsten Anschlägen jetzt hier in Europa. Sie hat gesagt, wir müssen den Terrorismus in den Heimatländern bekämpfen. Sollen wir wieder in Frankreich und Belgien einfallen? Na ja, im Grunde wäre das die logische Konsequenz. Aber die von der Leyen marschiert eben lieber nach Syrien. Syrien, Syrien. Wissen Sie, was in Syrien los ist? In dem kleinen Land, wer sich da alles rumtunnelt? Hier Briten, Franzosen, Russen, Amis, Hisbollah, Al-Qaida, Al-Nusra, Peschmerga-Kurden. Echte und falsche Syrer und der IS. Da unten gibt es mehr Armeen, als Syrien Einwohner hat. Naja, die sind ja inzwischen auch alle in Europa. Ja, und alles ohne ein konkretes Kriegsziel. Naja, im Grunde ist das wie in Afghanistan. Da wurden die deutschen Soldaten auch hingelockt und sollten aus den Kasernen gehen, um die Menschen zu schützen. Eben. Und heute hocken sie dort in den Kasernen, um sich da vor den Menschen zu schützen.
Volle Deckung! Kompanie! Zu mir! Und stillgestanden! Warte mal, wo sind denn die anderen? Melde gehorsamst, Herr Hauptmann. Die Kameraden sind zum Elternnachmittag und unter Regiments Kindertagesstätte Erwin Rommel. Pardon. Benjamin Blümchen natürlich. Die anderen haben Elternzeit. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Taliban, der greift unser Basislager an. Hauptmann, melde gehorsamst, wir sollen unsere Vaterschaft verantwortungsvoll annehmen, sogar im Kampfeinsatz. Oberster Befehl von der Ministerin. Wissen Sie was? Wissen Sie, was der Taliban zu Ihrer Vaterschaft sagt? Scheiße, Mann! Jetzt schießen Sie auch noch scharf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da haben Sie wenigstens Ihre Kampfausrüstung dabei. Ja, Babysack umgeschnallt, Wickeltasche am Mann. Ich rede doch nicht von Ihrer Ausrüstung für den Kita-Ausflug. Ich rede von den Waffen für den Nahkampf, verdammt nochmal. Rassel- und Nuckelflasche dabei. Ich rede von MG und Handgranaten, Sie Arschloch. Das verträgt sich nicht mit einer modernen Vaterschaft. Im Anti-Aggressionstraining habe ich gelernt, unseren Kindern vorleben, dass ohne Gewalt im Sandkasten mehr Spaß macht, Förmchen zu Flugscharen und Frieden schaffen ohne das alles. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist schwul. Das ist einfach nur total schwul. Wir sollen unseren Kindern und auch dem Taliban zeigen, dass wir tolerant sind. Und nicht aggressiv und homophob. Homo was? Homophob. Mann, ich bin Soldat, Sie Arschloch. Ich bin nicht tolerant. Das kann wohl nicht wahr sein. Das war unsere Offiziersmesse. Ach, das war der Spielplatz. Davon sollen wir uns nicht provozieren lassen. Ich habe im Anti-Aggressionstraining gelernt, das ist von den Taliban nur ein Schrei nach Liebe. Ja. Das ist ja großartig. Jetzt hat der Taliban unsere Kantine kaputt geliebt. Was machen wir denn jetzt? Schlage vor, Familienaufstellung. Ach, die müssen wir abballern. Die müssen wir einfach nur alle abballern. Herr Hauptmann, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Das war die Anlage zur Mülltrennung. Oh, oh, oh. Und wo entsorgen wir jetzt unsere Windeleimer? Hören Sie auf, bitte. Warum sind Sie denn so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Alhamra, Terroranschlag, Allah. Herr Bölk, was soll denn das werden? Sie werden mich nicht abbringen, Herr Vorwied. Dieses Fest muss verhindert werden. Außerdem, wissen Sie, wer dann hier noch erscheinen wird? Alle, die bei Merkel durch den Rost gefallen sind. Koch, Merz, Röttgen, Rüttgers. Und wissen Sie, was die wollen? Die wollen hier die Mutti grillen. Ach, was soll ich immer sagen? Das ist mir vollkommen egal. Ja, für mich ist es nur ein Fest, wenn ich diesen Tempel der Grillkunst in Gang setzen darf. Ach, darum geht sie nur. Natürlich. Wenn hier ein Steak auf diesem Grill gart, dann ist das überhaupt gar kein Grillvorgang, Herr Bölk. Nein, das ist ein Gottesdienst. Das Fleisch, es brutzelt auf diesem Grill. Es zischt, es stöhnt auf vor Lust, gebraten zu werden. Das ist. Sie können Ihre Grillatoren dort wieder zusammenpacken. Es gab eine Terrorwarnung, das Innenministerium hat angerufen. Terrorwarnung, Terrorwarnung. Was? Terrorwarnung. Da weiß ich doch, dass Sie dahinter stecken. Ich? Nein. Das Innenministerium hat gesagt, es war eine Frauenstimme am Apparat. Was? Ja, und sie fahren in alle Richtungen. Hat man schon einen Verdacht? Ja. Sie sprach mit uckermärkischem Akzent. Meine Damen und Herren, das war Kanzleramt Viertel D. Den nächsten Treffen im Kanzleramt sehen Sie am 28. August um 22 Uhr hier im NDR Fern. Und bis dahin denken Sie dran. Alles, was Sie heute gesehen und gehört haben, das live unter uns. Michael Vorwiegend, meine Damen und Herren. Dankeschön.
Schönen Abend. Schöne Sendung, war echt? Richtig toll, schön. Aber ich bin großartig. Fix und alle jetzt. Du. Ich aber auch. Weißt du, was das Schöne ist? Was denn? Ich freue mich jetzt einfach nur noch auf den Sommer. Mhm, ja, klar. Hier, komm, Prost. Prost. Einfach ab. Mhm. Ich fahre in den Süden. Mhm. Ja? Wo fährst denn du hin? Ich auch. Ja? In alle Abgeschiedenheit, weißt du. Mhm. Ja, auch das, ich brauche das jetzt einfach. Wirklich gar nichts tun, gar niemanden sehen. Ja, genau wie bei mir. Mhm. Geheimtipp. Ja? Mhm. Du bei mir auch, totaler Geheimtipp. Mhm. Da fahren normalerweise nur Italiener hin. Ja, aber ich fahre nicht nach Rimini, hör mal. Germanengrill, bin ich bekloppt? Italien? Ja. Schön Italien, ja. Mhm. Zum Glück gibt es ja da völlig abgelegene Ecken. Du, und das Irre ist, den kannst du sogar in der Toskana finden. Toskana, ist schön, super. Ja. Wo dahin genau? Du, südlich von Siena. Das ist so ein absolut abgelegener Bauernhof. Mensch, bei mir auch. Ja? Ja, eine 2-Einliegerwohnung, ja. Aber jetzt nicht bei Montalcino. Auf einem halben Weg nach Buen Convento. Buen Convento, ja. Was machst du jetzt mit dem Handy? Ich buche um. Rimini tut's auch. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und die Luft nach Erde schmeckt, ist egal, ob man gescheit ist, wichtig ist, dass man bereit ist und sein Fleisch nicht mehr versteckt. Dann will ich, was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen, denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel. In der Sonne nicht mehr weit ist und der Himmel ein Opal, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wie ein Weid ist und die Lust schmeckt nicht mehr schal. Wenn mein Ende nicht mehr weit ist, ist der Anfang schon gemacht. Weiß dann keine Kleinigkeit ist, ob die Zeit vertane Zeit ist, die man mit sich zugebracht. Und dann will ich, was ich tun will, endlich tun. An Genuss bekommt man nämlich nie zu viel. Nur man darf nicht träge sein und darf nicht ruhen, denn genießen war noch nie ein leichtes Spiel. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Satt und ungeheuer fett.